Hi, ich bin Leo und im heutigen Video zeige ich euch, wie man einen Eventfilm schneidet. Viel Spaß! Das hier ist der zweite Teil von dem Video zur Monthly Challenge des Monats Juni. Das erste Video könnt ihr hier oben auschecken. Da gehe ich ein bisschen über die Vorbereitung und wie man das Ganze dann dreht. Jetzt geht es nur um die Postproduktion. Ich werde euch das Ganze anhand eines Beispiels zeigen. In meinem Fall jetzt unser Abi-Streich. Hier oben sehen wir mein Media-Bin, der ist schön sortiert. Das ist mir sehr wichtig, dass ich immer alles perfekt schön habe. Die unterschiedlichen Kameras. Wir haben einmal auf einer Canon gedreht und einmal auf einer Lumix. Dann ein Help-Ordner mit allen möglichen Zusatzsachen. Das Lied zum Beispiel oder Logos und so. Dann haben wir hier meine ganzen Sequenzen. Ich arbeite immer in mehreren Sequenzen. Das heißt, ich habe hier unten mehrere Schnittsachen offen. Am Anfang kommt alles in eine Materialsequenz. Hier findet sich das komplette Footage wieder und ich viewe das ganze Footage mir dann durch und schaue mir an, wie das Ganze aussieht. Habe ich da was Gescheites dabei? Habe ich da nichts Gescheites dabei? Wenn etwas Gescheites dabei ist, kommt das wie hier in ein höheres Layer. Dann, je nachdem wie gründlich ich bin, schneide ich die unnötigen Sachen weg. Manchmal gibt es noch ein weiteres Layer. Das ist ein Layer für Sachen, die ich unbedingt drin haben will. Und manchmal geht es sogar so weit, dass ich Shots habe, die drin sein müssen. Die sind dann nochmal ein Layer höher. Wenn ich mein ganzes Material gesichtet und in diese drei bzw. eher zwei Kategorien unterteilt habe, öffne ich das erste Mal meine Edit-Sequenz. Ich habe beim Shooten schon so groben Gedanken, okay, gut, so will ich, dass das Video anfängt. Dahingehend ist die Musik sehr wichtig. Ich habe, glaube ich, 7 oder 8 Stunden Musik hierfür rausgesucht, nur um dann einen ganz alten NCS-Track auszuwählen. In meinem Fall ist es jetzt Shine von Spectrum. Aber für euren Film nehmt ihr eventuell was anderes. Und wenn es was Professionelles ist, achtet auch darauf, dass es nicht irgendwelches Copyright-Free-Zeug von YouTube ist, sondern dass ihr wirklich irgendwie bei irgendeiner Audio-Library euch den Track und auch die Rechte daran kauft und auch passend für euer Projekt. Fangen wir an mit dem Breakdown von meinem Edit. Also, ich denke mir meine Edits, vor allem bei so Montage-Sachen, immer anhand des Liedes aus. Ich höre mir die Musik an und achte darauf, was für eine Geschichte mir die Musik erzählen will. In meinem Fall, ich habe mich jetzt an einem Event auch orientiert, habe ich einen Sonnenaufgang hier oder einen Establisher. Dann fängt die Vorbereitung an. Es geht immer weiter, der Track steigert sich. Immer weiter, es kommt eine Clap dazu, man weiß, gleich kommt ein Drop. Und beim Drop habe ich dann Partybilder drin. Das heißt, ich habe, wie man auch sieht hier, die komplette Vorbereitung, aber auch, dass wir bei der Vorbereitung wirklich Spaß hatten und so. Dann bei der Zuspitzung so die letzten Vorbereitungen und dann diese Zeitraffer, die das Ganze nochmal zeigt, was wir da eigentlich machen. Die letzten Vorbereitungen, wir alle schon in unseren weißen Anzügen, in denen wir das Ganze dann gemacht haben. Und dann geht es los mit Partysachen. Wir haben hier überall Partysachen und dann habe ich hier, weil mir dieser Partyteil, dieser krass laute Teil, der war mir zu lang, deswegen habe ich einfach mal irgendwie, ich glaube irgendwie 7 oder 8 Takte hier rausgeschnitten. Man hört es kaum in der Musik. Und auch da merkt man, also die Musik verändert sich wieder, also muss ich etwas an meinem Shot verändern. Wir haben hier noch die Partysachen und jetzt ist mit diesem Shot die Einleitung von etwas, und zwar von, wir haben es einfach den Wasser-Theme genannt. Das heißt, wir haben hier Wasser, wir haben hier Wasser,
Wir haben hier Wasser. Hier haben wir Wasser reinspritzen. Den Shot fand ich unglaublich schön, deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Wir haben hier Wasser. Hier haben wir Wasser auf der Optik und die Kinder, auf die wir das Wasser gespritzt haben. Da hatten wir, wo wir kein Wasser haben sollten. Und dann haben wir hier einen, das nennt sich Clap Moment, oder zumindest habe ich es so genannt. Die Musik fadet raus, das Bild fadet raus, man denkt, jetzt ist es vorbei. Dann kommt es weiter mit so Flashes. Das hier ist jetzt die Vorbereitung von den ganzen Spielen und Events, die wir da hatten. Also beispielsweise hier das Wahrmachen von den Lehrern auf den Geräten. Immer weiter bis zu dann, wo die Spiele dann im Laufen waren. Und dann switche ich wieder auf uns von dem sonstigen Geschehen wieder zurück auf uns Schüler. Hier haben wir eine Hyperlapse, beziehungsweise einen einzelnen Shot, der einfach nur daraus besteht, wie ich an den hier vorbeilaufe und wir beim der Zuckerwatte enden. Dann dachte ich mir, ich packe da einen Speedramp rein. Den habe ich eigentlich in einer, also ich habe es stabilisiert und dann einen Speedramp drauf gemacht. Allerdings, weil ich die finale Version ist im Widescreen gemacht, habe ich das Ganze einmal verschachtelt und noch einmal verschachtelt. Und hier haben wir eine Steigerung, das fand ich sehr schön, dass so eine Steigerung zum Schluss. Und nochmal einen ruhigen Shot am Ende. Die Musik fadet langsam Drop für, oder Beat für Beat aus. Das habe ich hier in einzelnen Arbeit gemacht. Das hat Ewigkeiten gedauert. Und dann halt Timon und ich. Und hier hinten kam dann noch eine Slideshow für unseren Abiball hinten dran. Die ist jetzt aber irrelevant. Noch ein paar Tricks für solche Sachen. Zum Beispiel Kamera angleichen. Ich habe die Clips von Timons Kamera, von der Canon, habe ich so gelassen, weil Canon ja sehr schöne Farben und so hat. Ich habe flach aufgenommen. Das hat mir ermöglicht, die anzugleichen. Und vielleicht finde ich ein besseres Beispiel. Okay, ich finde gerade kein besseres Beispiel. Deswegen nehmen wir einfach das hier. Wir haben der Weißabgleich, den habe ich natürlich überall nochmal custom nachgestellt. Einfach damit das schön, konstant, leicht, durchgängig ist. Aber dann habe ich mit Einstellungsebenen die Bilder bearbeitet. Das liegt daran für den Fall, dass ich doch noch mich entscheide, irgendwas anders zu machen. Wenn ich merke, oh Mist, irgendwie das Grün ist viel satter bei der einen Kamera als bei der anderen, kann ich einfach von der, die ich grade, das Grün ein bisschen boosten bzw. deboosten oder was auch immer. Und da muss ich nicht jeden Clip durchgehen und dann in die Lumetri-Farben das Ganze durchexerzieren, sondern ich kann es einfach direkt, ich ändere eine Einstellungsebene und ersetze die anderen. Noch ein paar Tipps zum Exportieren. Ich habe dieses Video jetzt dreimal exportiert. Einmal in der ProRes-Variante, die für mich für die Zukunft ist. Dann habe ich eine Variante normal, MP4 und eine ganz kleine, kompakte, noch nicht mal Full-HD-Version, die ich einfach auf WhatsApp rumschicken konnte, damit die Leute das auch sehen können direkt. Die Version von YouTube habe ich dann in einem Widescreen gemacht. Das heißt, der Frame ist weiter, als er höher ist. Das hier ist ein 16:9 Format. Und das hier ist ein 21:9 Format. Man könnte auch sagen 7:3, aber es heißt halt 21:9. Hier habe ich einfach alles genommen, markiert und rübergezogen. Das kann man ganz einfach machen. Und dann mir das Ganze nochmal angeguckt und eventuelle Fehler ausgebessert. Beispielsweise dieser Shot wäre normalerweise so gewesen. So hat er mir aber nicht gefallen. Ich fand einfach, die Personen haben ein bisschen mehr Headspace gebraucht. Deswegen habe ich das Ganze einfach ein bisschen verschoben. Dadurch, dass ich alles in... Nee, das geht dann zumindest hoch runter relativ einfach.
Man hätte jetzt natürlich auch einfach schwarze Balken oben und unten reinfügen können, nur ich kritisiere das immer an YouTube-Videos, dass er nicht tatsächlich ein Widescreen gemacht ist, und das ist halt wirklich keine Arbeit, einfach eine neue Sequenz zu erstellen auf Widescreen und das Ganze dann so zu machen. Aber das war's auch schon mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Like und ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, bleibt fresh und ciao. Nur um dann ein ganz altes NCS